Leute, meine kleinen Waschtanz, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir Wer würde er mit André? Und zwar in einem neuen Spiel, Freunde. Und zwar Final Fantasy 14. Die Ehrenbrüder haben uns hier eingeladen, um ihr Spiel zu testen. Und wir kennen das Spiel schon. Und das Spiel ist echt extrem geil. Und ist sogar kostenlos, Freunde. Und falls du dieses Spiel auch spielen willst, André und ich nehmen dich mit auf unsere Reise. Und falls du mitspielen willst, unten ist der Link kostenlos. Check das Spiel ab und let's go. André, bist du bereit, Bruder? Ja. Warte, warte, ich mach miesen Dance. Okay, okay, mach. Oh, Digga, Flex, Junge. Freunde, wir haben auch so Halblinge genommen, also wir sind so ganz kleine. Feier ich irgendwie. Und ich würde mal sagen, wir nehmen euch immer Schritt zu Schritt immer mit auf unsere Reise. Und nebenbei machen wir, wer würde er? Und zwar ist die erste Frage, wer würde er zu einer Raumstation fliegen? Und ich sage euch ehrlich, Freunde, ich glaube, André wird das. Ich werde sofort dabei, sag, ich flieg los. Gib mir Rakete, mein Haus. Gib mir Rakete, Elon Musk sagt schon, halt. In der Zeit, André, würde ich mal sagen, laufen wir zu der ersten Quest. Und dann sehen wir uns gleich beim Fighten, Freunde, aber auf jeden Fall André, weil Raumstation fliegen, Bro, ich safe nicht. Okay, Freunde, wir haben jetzt schon ein bisschen gequestet auch. Wir sind schon Stufe 6 und es geht unnormal schnell. Lass mal diese Riesenhunde slashen, André, Junge. Ich bin Feuermagier. Sein Gesicht, Junge. Zack. Oha, er ist abgefuckt einfach. Ihr seht rechts auch plus 150%, weil wir auf den neuen Server spielen, Freunde. Und falls ihr auch bei uns mitspielen wollt, dann kommt auf den Server Light und Raiden. Hier oben steht's, Freunde. Und wir machen gerade die heftigste Quest. Und zwar Brezeln und Bier, André. Und weißt du, was mir noch einfällt zu Brezeln und Bier? Nein, sag. Wer würde eher spielsüchtig werden? Und zwar nach Final Fantasy 14. Also. Wirklich, wirklich? Ja. Ich? Ja, safe. Das ist so genau dein Game, weißt du, so rumlaufen. Ich glaub schon, Eichhörnchen klatschen. Ich glaub schon, ja. Da hast du recht, okay. Ich glaub ich, Freunde. Und, ja. Okay, André. Hier ist der letzte, den wir eine Brezel bringen müssen. Normal. Und zwar hier, Freunde, zack. Er eine Brezel. Er ist ein Mini-Freund von uns. Er ist echt ein Mini-Freund. Norgland Palastwache, Junge. Wir brauchen erstmal eine Brezel, Alter. Okay, wir gehen leveln, Junge. Let's go. Du weißt, später, wir hauen uns noch gegenseitig schnell, ne? 1 gegen 1. Nachher gibt es noch ein 1 gegen 1, Freunde. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Und wie gesagt, Freunde, werden wir jetzt unsere Quest hier abgeben und du dir das Spiel jetzt runterlädst, akzeptiert auch die Cookies, wenn ihr das über meinen Link macht, weil sonst sieht man das nicht, Freunde. Deswegen ganz, ganz wichtig, tut die Cookies aktivieren und ladet das Spiel jetzt runter, Freunde. Und wir brauchen euch. Wir brauchen euch später in unserer Gilde. Wir machen eine Gilde auf. Normal, also, wie nennen wir die? Wer mitspielen will, wie gesagt, ist kostenlos bis Level 60, glaube ich. Ihr levelt ultra schnell. Kommt rein. Und wir machen eine geile Gilde. So, Freunde, wir sind jetzt schon bei der nächsten Quest angelangt, André. Und zwar ist die ein bisschen tricky, Freunde. Also, falls ihr spielt, verzweifelt nicht direkt, denn ihr könnt gleich nicht mehr weitermachen. Denn dieser kleine Virro will von euch, dass ihr alle eurer Rüstungsteile Level 5 habt. Okay? Und dann müsst ihr euch nur einen Kopf bei dieser Dame hier kaufen, Freunde. Rüstungshändlerin. Einfach hier Rüstung, Krieger, Magier, nachdem was für ein Level ihr seid. Und hier einen Hut kaufen. Ich habe jetzt diesen Magierhut, denn ich ein Magier bin, André. Und dann kann ich hier einfach... Ich habe ein Auge verloren. Nein. Aber wir können weiterkämpfen. Wie wählt sie das aus? Einfach Pirat geworden. Aber André, du weißt, wir sind nicht, wer würde er, wenn wir nicht, wer würde er fragen würden. Aber davor, André, gehen wir jetzt... Erstmal diesen Hammerschnabel abchecken, okay? Bist du bereit? Ich habe neue wilde Skills, Freunde. Einmal so ein Blitz. Oha. Zack, Junge. Da ballert rein und mein Feuer ist sowieso das heftigste, Freunde. Und dann habe ich hier sogar so ein Gift. Zack. Der macht die Rüstung und sowas kaputt. Ein auf den. Oh, raus aus der Fläche, raus aus der Fläche. Das ist ganz, ganz wichtig, Junge. Manchmal muss eins gegen eins machen. Ich darf ihn nicht einmischen. Misch dich nicht ein, der will Stress. Du wolltest schon immer Stress mit mir. Zack, weg mit dir, Junge. So ein Ding ist das so. Mistfliegenfolge, Digga. Hau ihn, hau ihn. Komm her, Junge. Komm her. Blitz in der Gesicht. Bro, der ist übel stark. Schaffst du. Soll ich bitte helfen sein? Ja, 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 bitte. Okay. Ich. Oha. Tschüss. Yo. Junge. Junge, was hattest du für eine Attacke von dir? Nochmal stark. Tschüss. Okay, Freunde, ich wollte mal sagen, wer würde auf einer Hausparty nackt in den Pool springen? Also ich bin ehrlich, habe ich schon gemacht. Ich bin ehrlich, ich auch. Als du gleich stand, Freunde. Okay, dann machen wir noch eine Bonusfrage. Ja. Die ist auch richtig, richtig gut, weil eigentlich kannst nur du das sein, wenn... Wer würde er sein Kind vergessen abzuholen oder irgendwo vergessen? Safe, André. Aber könnte gut sein. Okay, Freunde, ich guck mal sagen, André, wir machen jetzt weiter. Und Friends, wir sehen uns jetzt, glaube ich, gleich im nächsten Dungeon. Denn wir sind, glaube ich, bald in dem Dungeon, André, oder? Mm-hmm.
Oh mein Gott, das wird heftig, Friends. Let's go. Und by the way, Freunde, check gerne auch André seine Folge ab, denn die ist auch ultra lustig. Hier lang, Odemann, hier lang. Oh. Ah, da. Okay, Entschuldigung. Denn die ist auch extrem lustig. Hä, ich lauf doch auch dahin. Was willst du von mir, Junge? Ich geb dir gleich Mistfliegenwolke in dein Gesicht, Junge. Guck jetzt, wie ich ihn hau. Mach. Ich helf's dir. Denkt er, wer ist? Guck weg, jetzt, Mauer Junge. Aktiviert. Weißt du, warum gib einfach so zu, dass ich stärker bin. Nein, weißt du, warum du die so easy machst? Weil es Mistvögel sind. Fliegen sind. Du bist auch ein Mistfliegen. Ach so. Die nimm dich als. Komm, 1 gegen 1 gegen die Schildkröte, Oma. Komm, 1 gegen 1 gegen die Schildkröte. Level 17, oha. Und der Level 17. Komm, wir schaffen es zusammen, aber. Diesmal gehst du rein. Warte, ich will nicht spoilern, aber schaut euch André seine Aufnahme an. Das ist auch todeslustig geworden. Oh, ich hab. Guck mal, ich kann ihn einschlafen lassen. Ich lass ihn einschlafen. Boom. Ja, was bringt das? Gestunt. Boah, er macht keinen Damage. Okay, zack. Feuerball in sein Gesicht, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich bin der heftigste Mann. Oh mein Gott, ich geh gleich down. Anne. Nein. Ohne Mann. Ich kann nichts machen, Bruder. Ich lass ihn einschlafen, warte. Okay. Warte, ich caste. Ja? Was ist mit Cast zack. Los? Er schläft. Nice. Er schläft. Okay. Komm, wir machen den weg. Der gibt so viel EP, Freunde. Unnormal. Wir sind schon mittlerweile Level 10. Aua! Alles gut? Ich lass ihn schlafen wieder. Lauf links, rechts mit ihm. Aua! Er schläft. 5 Sekunden lang. Regenerier dich. Ich gebe ihm einen Schock. Nice. Ein Hit kann ich aushalten. Ich bin down. Nein. Beste Peace and Rhythm. Stopp, ich hab ihn geholt. Ja. Kannst du ihn wiederbeleben? Nö. Ich kann echt nicht. Ehrenlos. Okay, Freunde. Wer würde eher 10 Döner essen? Oha, hintereinander? Digga. Hintereinander. Also. Also auf Tag verteilt, auf 10 Tage? Ich könnte jeden Tag Döner essen. Nee, wer würde eher 10 Döner essen, steht da nur. Also es ist die Frage, wer könnte das schaffen, Friends? In der Zeit laufe ich schon mal zur Quest und warte da auf André. Ich glaube aber eher du, André. Ja, safe. Du hast mehr Volumen in deinem dicken Bauch. Ja, das kann sein. Das kann sein. Tschüss, Odemann. Ich muss dich leider verlassen. Ich muss dich auch verlassen, denn, Freunde, unsere Quest sagt, wir müssen hier alleine rein und wir gehen alleine rein. Aber es hindert uns nicht darum, eine Wer-würde-er-Frage zu machen, André, mein Freund. Unsere. Wer würde er seinen YouTube-Kanal für 1 Million Euro verkaufen? Direkt. Ich sogar für 1000. Für 3 Euro. Junge, was ist das für ein Boss? Bro! Er sieht wild aus, ne? Er sieht übel wild aus. Leben, Golem des Lebens, Junge. Er kriegt erstmal einen Blitz in sein Gesicht und dann Feuer. Dann ist er gelähmt. Zack. Ich bringe ihn zum Schlafen, Junge. So ein Ding ist das. Aber, Freunde, ich glaube, wir würden das beide machen. Weil 1 Million. Boah, wobei. Neuen Kanal machen. Einfach einen neuen Kanal machen. Hey, ja, ich schwör. Einfach. Ja, easy. Hey, ihr seid ja da, Friends. Ihr wisst, ihr unterstützt uns, Freunde. Und mit 1 Million kann man viel mehr machen. Okay, André, während wir diesen fetten Golem hier besiegen. Du ja auch. Schon vorbei, Junge. Ey, laber nicht. Ich bin ja übel schwach. Wer würde er, André, ein Auto kaputt fahren? Boah, ich, weil ich keinen Führerschein habe. Ich glaube auch, André. Aber das Ding ist, Freunde, ich habe ja auch schon mal mein Auto kaputt gefahren. Und zwar mein AMG damals nämlich. Stimmt, wie lange ist das Lukas schon her? Boah, das ist schon ewig her. Denn ich bin aus Lukas seine Einfahrt rausgefahren, Freunde. Und dann einfach gegen ein anderes Auto. Aber passiert, Freunde, passiert. Was soll ich... No. Er macht einen Heavy Attack. Nein! Oh. Ich habe ihn noch. Oh mein Gott, man kann ihn canceln, Freunde. Wenn ihr so Skills habt wie ich, zum Beispiel hier schlafen, kann man ihn zum Schlafen bringen und dann kann man seine Skills canceln. Aber er kriegt gerade Heavy auf die Schnauze von mir. Ich glaube, André muss gerade die ganze Zeit auf mich warten. Warum bin ich so schwach? Ich glaube, ich bin einfach nur mehr stark. Warte ab, Junge. Ich werde noch viel stärker als du. Freunde, wir machen ja nachher noch ein Battle. André hat gar keine Chance. So, komm. Nein. Komm her, Junge, du fetter Lehmgolem. Er will 1 gegen 1. Smuck mich. In dein Gesicht, Junge. Feuerball in dein Gesicht. Komm her. Ausgewichen. Zack. Das kann nicht wahr sein. Niemand darf dem Golem leben. Was? Keine Ahnung, was da stand. In sein Gesicht. Und Freunde, ich sag euch ehrlich, dieses Game, es bockt unnormal. André und ich sind schon süchtig. Ich sag euch ehrlich, wir haben einfach Bock jetzt hier rumzudaddeln die ganze Zeit. Und das Geile ist halt, man levelt halt so unnormal schnell. Guck mal, ihr seht hier Routine. 194 Routine bekommen. Und die Quest ist fertig. Ja. Ich habe eine funny Frage. Okay. Wer würde er an männlichen Nippeln nuckeln? Eieiei. Safe. Safe du. Was laberst du, Junge? Okay, ich würde es machen, was? Okay, Freunde, wir können jetzt unsere Quest hier wieder abgeben. Und André, ich will in diesen Dungeon und dann will ich dir noch einen auf den Dötz hauen. Komm. Was ist das, Junge? Ich sag's dir, Alter.
Okay? Bei Wüstern haben wir mit ihm geredet, mit dem kleinen Banausen, und wir müssen wieder. Tschüss! Wir müssen wieder in unsere Heimatgegend, André. Oh. Wir müssen wieder komplett zurück. Aber vor allem, das ist gar kein Problem, denn es gibt ja diese Kristalle hier, die am besten auch immer mitnehmen, Freunde. Diese Äther hier. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Aber wenn ihr diese Äther hier anklickt einmal, seid ihr so gespeichert und könnt damit immer reisen, Freunde. Ich zeig's euch jetzt kurz, bevor wir hier weitergehen. Und by the way, ich habe den besten Namen der Welt. Ohne mal einen Lachmatsch, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. So, und zwar, guck mal, wir können als Heimatpunkt registrieren. Als Favoriten speichern, als kostenlos. Okay, ich will den aber nicht speichern. Ich will reisen, hallo? Wo? Ah, hier. Genau, Freunde, guck mal. Zack. Und dann kann man, ist hier unsere Quest zum Abgeben, Freunde. Zack, wir gehen da hin. Ja, rein da. Vom Interkreuzwald teleportieren. Ja, machen wir gerade. Bam, teleportieren. Und Schnellreise, Freunde. Das ist das Geilste im Spiel, was es gibt. Ich habe noch mal eine gute Frage, okay? Das zeigt, ob wir Brüder sind oder nicht. Oha. Wer würde eher nicht zu der Hochzeit von dem anderen kommen? Und das ist ganz klar, bist du das, du kleiner Hund. Ich höre, Freunde, André würde echt nicht. Ich finde sowas todesunangenehm immer. Ich muss mich dazu zwingen. Aber wenn er fragt, würde ich natürlich hingehen. André, kommst du? Ich heirate jetzt. Ja. Okay, ciao. Ja, ausgedrückt, was sagst du? Okay, das war echt gut. Ich hab gedacht, du sagst jetzt deine kleine Haut. Okay. Wir sind zwar noch nicht bis zum Dungeon gekommen, obwohl wir schon Level 20 sind, weil man einfach so schnell levelt, Freunde. Hätten wir eigentlich schon längst beim Dungeon sein sollen, aber wir sind noch mit der Story ein bisschen hinterher. Aber es ist nicht so schlimm, Freunde. Denn es gibt hier sogar auch Housing. Das heißt, Freunde, das ist gerade unser Haus. Hier so eine Spielkiste. Leider noch keine Spiele. Man kann sie sich alles erfahren und sogar gemachtes. Lass mal drauf spielen. Schlägen, meine ich. Und ich würde mal sagen, wir haben noch mal ein paar Fragen. Und zwar zwei Stück noch, André. Okay. Und zwar, wer würde eher auswandern? Boah. André oder Udo? Also ich hätte schon Bock. Ich sag dir ehrlich, ich hätte auch Bock, aber wer würde eher? Ich würde, glaube ich, sagen, André würde eher auswandern. Ja, ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt. Also bei mir wird es schon eher sein, glaube ich. Aber bei mir ist schwierig, Freunde. Aber ja, egal. Nächste Frage, André, ist, wer würde eher mehr als drei Klassen in Final Fantasy 14. Du. Ja, safe. Safe. Freunde, ich bin und so ein Mensch. Ist Meister in Neuanfang. Ich bin Meister in, ich spiele alles, was geht. Ich sag euch ehrlich. Ihr seht schon meinen Namen. Ich bin Lachmajun. Das hat damit nichts zu tun, aber egal. Freunde, ich kann aber sagen, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, Freunde, dass ihr euch wirklich das Spiel runterladet und mit uns spielt, denn es folgen noch ein paar Videos, Freunde. Und falls ihr euch schon mal das Spiel holt und auf unserem Discord seid oder unter diesem Video schreibt, hey, Odoman, ich habe das Spiel geholt, ich will beim nächsten Video dabei sein, dann kommt doch gerne rein und wir machen einen Hide and Seek oder ein Turnier oder sowas, Freunde. Deswegen holt euch das Spiel. Link ist unten in der Infobox, Freunde. André und ich werden hier jetzt nochmal weiter grinden, Freunde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video und...